Also ich erwarte jetzt eine richtige, richtige Show von den Jungs, die sich die ganze Zeit bemüht haben. Und ich bin überzeugt, dass das sicher gut rauskommt. Eigentlich das Glück, dass mein Sohn hier eine Hauptrolle hat. Er ist der Gestalter der Dekoration, der Dominik Hirzel. Und er hat mich natürlich schon früher informiert über das ganze Musical. Voller Stolz hat er mir erzählt, was hier abgeht, wie intensiv dass er dran sind. Über Geschichte nur so teilweise, aber ich habe mich riesig gefreut und bin natürlich voller Hoffnung, dass es noch besser wird als das letzte Musical, das wir aufgeführt haben. Sepp ist ja schon der Hammer gewesen. Ich glaube spannend. Ja, ganz viele eigentlich, ich weiß auch nicht. Dass das Stück gut ist. Keine Ahnung, eigentlich weiss ich nicht. Ich bin einfach gar nicht gekommen, um mal zu schauen. Ich weiss nicht. Ja, keine Erwartung eigentlich. Ich warte bis es anfängt. Ich freue mich. Ich freue mich am meisten, dass wir das coole Wetter haben, dass wir eigentlich eine gute Stimmung reinbringen und dass mein Sohn auch noch mitmacht. Ich freue mich auf das Gesamtanlass, auf das Essen, noch auf die Aufführung und bin gespannt. Ja. Auf das Musical. Wie siehst du? Auf meinen Bruder. Ich freue mich auf alles, ein bisschen. Gut. Ja, die Stimmung ist gut. Gut. Also, sieht gut aus. Ja, jetzt ist es noch ein bisschen kühl, jetzt ist noch nicht so viel los, hat noch nicht wenig Leute, aber ich gehe davon aus, es gibt eine Bombenstimmung. Dafür bin ich überzogen. Ich finde sie sehr gut besetzt. Ja, die. Der Abel. Ganz viele. Ich kenne meinen Bruder, den Dennis. Ich kenne dich. Ich kenne den Alexei. Und mehr habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Mein Sohn macht mit. Dein Bruder, der Antonio. Nein. 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 Ich glaube nicht, nein. Nein. Nix. Das... noch nichts, eigentlich.